NFL 21. Wir sind zurück in der Escape from Castle Jack and Steen Aufgabe. Castle Courtyard, die 11. Herausforderung. 3 Sterne gibt's. Wir dürfen keinen Touchdown in dem Draft, der jetzt vor uns liegt, kassieren. Wir bekommen einen Bonusstern, wenn wir überhaupt keine Punkte zulassen. Dann schauen wir uns das doch mal an. Es geht gegen die Riverhawks. Das ist ja großartig. Dann schauen wir uns mal die Konstellation an. Die Riverhawks haben den Ball, haben ein First and Goal an der 10-Yard-Linie der Cowboys. Sie liegen aber auch mit 11 Punkten hinten. 3 Minuten 45 noch zu spielen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit. Sie haben aber keine Timeouts mehr. Das wird sehr spannend, wie sie sich dabei im 4. Versuch entscheiden würden. Wir versuchen Druck zu machen. Versuchen zu blitzen. Erster und 10. Der Blitz kommt nicht durch. Vollständiger Pass. Ball an der 3-Yard-Linie. Das ist ein Second and Goal. Josh Allen ist der Quarterback. Wir haben ein Second and Goal. Verteidigen gegen den Run durch die Mitte. Und der kam auch. So, jetzt ist der Ball an der 5-Yard-Linie. Third and Goal. Wir gehen in eine Cover 2. Third and Goal von der 5. Oh, nein, das war ein Incomplete Pass. Aber die Field Goal Unit kommt. Also, nichts ist es hier mit einem ausgespielten 4. Versuch. Und der wäre fast geblockt worden. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, die Challenge haben wir geschafft, aber wir haben das Bonus-Goal nicht geholt. Da müssen wir also nochmal ran. Boah, da waren wir ganz knapp daran, den Field Goal Try zu blocken. Das wäre natürlich hier das Schickste gewesen an der Stelle. Wir gehen in eine Zonenverteidigung. First and Goal an der 10. Vollständiger Pass, 1 Yard Raumgewinn aber nur. Das ist ein Second and Goal. Verteidigen in einer Cover 4. Ich versuche Allen die Anspielstation zu nehmen. Da wird er gesackt und jetzt ist der Ball an der 16-Yard-Linie. Das macht es vielleicht nachher für unser Field Goal-Team einfacher, hier zu blocken. Aber dafür dürfen wir keinen Raumgewinn zulassen. Third and Goal von der 16. Allen wirft. Da war die Chance für die Interception. Jetzt kommt die Field Goal Unit. Oh, diesmal souverän. Ah, oh, das ist schwer. Wieder 3 Sterne. Wieder 1 Stern zu wenig. Arbeiten wir mit einem Zonenblitz. Versuchen Allen unter Druck zu setzen. Der läuft selbst. Und springt rein. Leute, da stehen 3, 4 Cowboys-Verteidiger rum und machen überhaupt nichts. Eieieiei. Gehen per Audible in einen Blitz. First and Goal. Und das ist ein Sack an der 15-Yard-Linie. Allen Smith bringt Allen zu Fall. Second and Goal, der Ball an der 15-Yard-Linie. Wir blitzen weiter. Und ein Lauf, die Marcus Lawrence ist aber da. Tackle for loss. Ball an der 16-Yard-Linie. Third and Goal. Und wieder blitzen die Cowboys. Oh, die Marcus Lawrence kommt nicht durch. Harter Hit gegen Allen, aber der hält den Ball fest. Das wäre ja auch noch jetzt eine Möglichkeit gewesen, ihn jetzt zu einem Fumble zu zwingen. Die Field Goal Unit ist auf dem Feld.
das wird bockschwer hier. Aber wir müssen mal schauen, dass wir hier mehr in einer Zonenverteidigung spielen gegen die Riverhawks. Und versuchen, eine Interception zu erzwingen. Vollständiger Pass auf den Tight End. Das war natürlich eine Katastrophe. Second and Goal an der 2-Yard-Linie. Trotz alledem rechnen wir mal mit einem Pass. Aber es wurde ein Lauf. Der Ball an der 5-Yard-Linie. Carson kommt nicht nach vorne. Dritter Versuch und Goal. An der 5-Yard-Linie ist der Ball. Allen. Och Leute. Keiner passt auf den Quarterback auf. Oh, das ist schrecklich. Wir haben hier ein echtes Problem. Allen ist einfach auch zu mobil. Da können wir uns nicht in eine Cover 4 zurückfallen lassen. Tackle for loss, 2 Yards. Gehen in eine Man-to mit den Riverhawks. Die Marcus Lawrence. Ich wollte einen harten Hit setzen. Und dann treffe ich ihn nicht. Oh, ich werde wahnsinnig. Ich bin kurz zum Durchdrehen. Kurz davor. Mann, das gibt's doch gar nicht. Zu viele Fehler, die wir uns hier erlauben. Wir bleiben in der Man-to-Man-Defense. Incomplete Pass. Ah, ich glaube, damit hat Allen aber Probleme mit dieser Man-to-Man-Coverage. Also da habe ich doch bis dato noch das beste Gefühl, dass wir da Zugriff auf ihn bekommen. Second and Goal von der 10. Aber irgendeiner sollte vom Pass-Rush auch mal durchkommen. Das wäre auch sehr hilfreich. Ein Yard Run von Allen. Das ist ein Third and Goal. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss er eigentlich werfen. Das tut er. Der ist intercepted. Mit der Man-to-Man-Defense kam die Entscheidung. Byron Jones mit dem Pick. Keine Punkte in dem Drive. Und damit müssten wir auch den Bonusstern geholt haben. 1, 2, 3. Da ist der vierte Stern. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.